Du hast eine Schambeinentzündung und willst die beseitigen. Du musst wissen, Schambeinentzündung ist eigentlich eine Reparatur. Eine Entzündung sind immer Reparaturprozesse. Und wenn du eine Schambeinentzündung hast, die nicht aufhören möchte, dann heißt das, dein Körper kann eine Reparatur nicht abschließen. Ina, sei so nett, geh mal auf alle Viere. Und zwar so, dass der Bauch durchhängt. Der Bauch soll durchhängen, aber die Arme bleiben ganz gestreckt. Der Bauch soll durchhängen. Und das kann sein, dass du das nur, Ina, geh mal höher, du hast ja keine Schambeinentzündung, ja? Vielleicht geht es nur bis hier. Such dir genau aus, bis wohin du dich durchhängen lassen kannst, dass der Bauchmuskel am Schambein in Spannung kommt, damit er gedehnt wird. Das heißt, er wird jetzt schon ein bisschen belastet, aber dafür 2 Minuten belasten, dass 23 Stunden, 58 Minuten, nämlich den restlichen Tag, die Reparaturen immer weiter abgeschlossen werden können. Das ist dann ein gutes Investment, was du da machst. Und atmest dich einfach 2 bis 2,5 Minuten immer weiter rein. Das ist der eine Teil der Übung. Und der andere Teil ist der, Ina, leg dich mal auf den Rücken und wir nehmen mal die Minikugel. Die ist auch schön weich, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Bitte nimm mal jetzt diese Rolle, diese Minikugel. Such vorsichtig dein Schambein, ganz vorsichtig suchen, weil es ist ja druckempfindlich. Aber du kannst auf jeden Fall unter 10 auf dieser Reparaturentzündung rollen. Und dann gehst du immer mit kleinen Spiralen entlang, von links nach rechts. Praktisch rüber bewegst du dich immer weiter mit langsamen Bewegungen vorsichtig. Und weil es ja entzündet ist, nochmal genau, was die Zehen bedeutet. Die Zehen heißt, der Schmerz, der Berührungsschmerz zwischen dieser Kugel und dem Knochen, der Berührungsschmerz ist so gering, dass du nicht gegenspannen musst, nicht die Luft anhalten musst, nicht irgendwie denkst, oh, das ist zu viel, sondern eben so, dass es in diesem Wohlfühlschmerzbereich drin ist. Und mit diesen beiden Aktionen zusammen wirst du das gut in den Griff bekommen. Bitte gerade bei Schambeinentzündungen erzählt es rum, viele wissen das nicht und legen sich dann teilweise noch in eine Schonhaltung, nämlich praktisch so, also so gebeugt im Rumpf, weil man denkt, man müsste das schonen. Das ist genau die falsche Vorgehensweise. Weil dann nämlich die Verkürzungen, die erst dazu führen, dass das passiert, immer größer werden und man gar nicht mehr aus dem ganzen Geschehen rauskommen kann. Ja, teil dieses Video in deiner WhatsApp-Gruppe, damit jeder davon erfährt. Gib uns einen Daumen nach oben, das wäre toll. Und schreib Kommentare, schreib, ob du damit klarkamst, ob dir die Erklärungen gefallen haben, ob du die nachvollziehen konntest. Frag auch, wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast. Bitte kommentiere das und lass uns wissen, was wir besser machen können. Tschüss, bis zum nächsten Mal.